Ja, lieber Herr Strohschneider, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung zu einem Festvortrag anlässlich der Jahresversammlung der DFG und für die Gelegenheit, den Brückenschlag nun von den Kulturverhältnissen des 21. Jahrhunderts wieder zurück in das erste Jahrtausend vor Christus zu schlagen. Es gibt Koordinationsprobleme. Jetzt. In der Tat sind am Ende des zweiten Jahrtausends, Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus die Kulturverhältnisse im eurasischen Steppenraum, den Sie hier etwas dunkler dargestellt sehen, einer fundamentalen Veränderung unterworfen. Zwei wesentliche Merkmale sind einerseits Monumentalität im Grabbau. Sie sehen links unten ein Bild, ein altes, eine historische Aufzeichnung eines Kurgans, eines Grabhügels, die Pyramiden der Steppe, 20, 30 Meter hoch, wahrhaft monumentale Grabbauten und Mobilität. Eine unglaublich noch nicht dagewesene Mobilität, mobile Viehzüchter, aber natürlich auch verbunden mit Waffen und reittechnischen Neuerungen, die natürlich sich rasend schnell im eurasischen Steppenraum verbreiten. Und ein Beispiel nur, Sie sehen unten hier rechts Beispiele aus Tuba an der mongolischen Grenze, an den Quellen des Jenisei, ganz in Südsibirien und hier Stücke der Nowotscherkassk-Gruppe ganz im Westen eben an den nördlichen Küsten des Schwarzen Meeres. Ich will nicht auf Details eingehen, aber ich glaube, selbst das typologisch weniger geschulte Auge erkennt sogleich, dass es erstaunliche Übereinstimmungen gibt, Übereinstimmungen, die man in früheren Jahrhunderten so nicht kannte und die genau mit diesen Veränderungen, mit dieser Mobilität und mit diesen Waffen- und reittechnischen Neuerungen zusammenhängen. Und es ist nicht nur das, es ist auch die Monumentalität. Und die Monumentalität im Grabbau geht zusammen mit einer wahren Prunksucht. Es sind Gräber vor allem aus dem Gebiet Geros, hier am unteren Dnieper lokalisiert, von Herodot überliefert. Ein Gebiet, wo Herodot eben die Gräber der Königsküten lokalisiert. Es ist in der Tat eine unglaubliche Konzentration von monumentalen Grabhügeln, die schon seit dem späten 19. Jahrhundert erforscht worden sind. Nicht immer mit so reichen Funden wie hier die Tolstaja Mogila aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Natürlich, es sind Grabmäler, sie sind leicht zu erkennen und sind natürlich schon seit dem Altertum immer wieder auch Beraubungen, Plünderungen ausgesetzt gewesen. Aber es ist nicht nur die reiche Ausstattung mit Gold, wenn sie sozusagen ungestört blieben mit unglaublich viel Gold, mit griechischem Importgut, sondern eben auch die Monumentalität und die Komplexität im Aufbau der Grabanlagen. Sie sehen hier einen Schnitt und einen Plan, etwas schematisch. Es ist ein Kurgan Chertomlik am unteren Dnieper in der heutigen Ukraine gelegen. Im späten 19. Jahrhundert zergraben, muss man sagen, und dann noch einmal in den 80er Jahren modern nachuntersucht. Und Sie sehen schon die ganze Komplexität. Es sind Schächte, die nach unten führen, seitlich Katakomben in den gewachsenen Boden ausgegraben und dort dann die Grablegen untergebracht. Komplexe Pläne der Grabkammern, Sie sehen das hier, das ist im Grunde noch einmal der Schacht, der nach unten führt und dann gehen seitlich die Grabkammern ab. Und auch im Aufbau in mehreren Phasen, in Etappen, sind diese monumentalen Grabhügel entwickelt, aufgebaut worden. Und die stellte für uns eigentlich von Anfang an die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Sind es wirklich nur riesige Erdhaufen, die den Archäologen von dem Grab trennen, indem er reiche, interessante Einblicke in die Vergangenheit vermutet? Oder ist nicht vielleicht auch dieser Aufbau der Kurgan selbst quasi im Sinne von Architektur geworden, im Ritual, auch ziemlich spannend? Nun, was wir darüber wissen, ist vor allem durch die Skythen des Nordschwarzmeerraumes uns überliefert, östlich des Urals, wo diese Kulturverhältnisse ja nicht nur auch verbreitet sind, sondern wo sie sogar im späten 9., frühen 8. Jahrhundert ihren Ausgang nehmen. Das ist eine Entwicklung mit diesen ganzen Neuerungen, die hier in Südsibirien entsteht und dann in etwa 150 Jahre später überhaupt erst im nördlichen Schwarzmeerraum, wo es uns bekannter ist, durch Herodot, durch die griechische Überlieferung, aber doch erst 150 Jahre später hier wirklich sichtbar wird. Und es gibt natürlich Ansätze in der Forschung, die wir in den letzten Jahren fortgeführt haben. Und es sind hier Beispiele von drei monumentalen Grabhügeln in ganz unterschiedlichen Landschaften, wo uns immer interessiert hat, was steckt eigentlich in dieser Monumentalität drin? Wie ist sie eigentlich zu verstehen? Bei Kara, ein Beispiel in Nordkasachstan, nordkasachische Steppe, einer der größten dort noch stehenden Grabhügel, 8 Meter hoch, 80 Meter Durchmesser. Und es zeigte sich, im Zentrum einer riesigen Grabhügelnekropole stehend, dass es eben nicht
ein Grab eines Angehörigen der dortigen Elite ist, sondern es ist ein Kultplatz. Ein Kultplatz in verschiedenen Phasen. Hier sehen Sie die erste Anlage, ein Kriechgang, der nicht hinunter ins Grab führt, sondern wieder nach oben. Und dann in der nächsten Phase wird der Kurgan aufgeschüttet, in das Innere führen Gänge, Kriechgänge, leider ist doch eine spätere Beraubung, das Zentrum zerstört, ein Gang von Süden, zwei von Norden. Wäre interessant zu wissen, was spielt sich dort ab, wo das zusammentrifft. Aber wie dem auch sei, ganz klar, im Grunde, es ist keine Grabanlage, sondern es ist ein Kultplatz, der sich in verschiedenen Etappen entwickelt und die letzte Etappe dann hier mit einer nicht ganz symmetrisch aufgebaut. Auch das überliefert Herodot. Herodot beschreibt nämlich in den Texten, dass die Skythen Heiligtümer hatten und dass sie wie Grabhügel, wie Kurgane aussehen, aber nicht symmetrisch ist. Eine Seite steigt immer flacher an als alle anderen. Und oben schreibt er, wenn man oben ist, ist eine Plattform dort aus Zweigen und aus Holz aufgebaut, auf der dann ein eisernes Schwert des Kriegsgottes Ares steckt. Das ist natürlich etwas, was er vielleicht gar nicht so gesehen hat, was man ihm erzählt hat, was gar nicht so ernst zu nehmen ist. Aber doch, es gibt im Aufbau dieser Anlage erstaunliche Übereinstimmungen von der archäologischen Überlieferung und der Überlieferung von Herodot. Aber noch einmal, ein Kultplatz, der sich in verschiedenen Etappen entwickelt hat und in dieser Form eigentlich zum ersten Mal auch festgestellt wurde. Und es zeigt sich eben, dass es durchaus lohnend ist, wenn man die Aufschüttungen der Grabhügel nicht einfach wie sonst immer üblich in den Jahrzehnten zuvor gute sowjetische Praxis mit dem Bulldozer einfach weggebaggert hat und nach dem Grab gesucht hat. Es ist in der Tat, es ist Architektur gewordenes Ritual. Der zweite Platz, Arjan, in Südsibirien an den Quellen des Jenisejs gelegen. Sie sehen, relativ unansehnlich. Es ist kein monumentaler Kurgan aufgrund der Größe. Es ist eine Steinplattform, 3 Meter hoch, aber immerhin mit einem Durchmesser von fast 90 Metern. Und dort dann, was es selten gibt, was aber einen Eindruck gibt davon, mit welchem Reichtum man es in den Gräbern zu tun hat, wenn sie nicht beraubt ist. In der Regel sind sie immer beraubt. Eben ein Doppelgrab, ein wahres Königsgrab, kann man sagen, mit 5600 Goldobjekten aus dem ausgehenden 7. Jahrhundert vor Christus. Das wäre ein eigenes Thema, ich will nur ein paar Bilder zeigen. Natürlich ein Doppelgrab, ein Fürst Mitte 50, eine Frau Mitte 30, das Statussymbol, ein massiver goldener Halsreif, ein wunderbares Beispiel erstklassiger Tierstilkunst, die auch durch diesen ungestörten Befund uns diese Tierstilprovinz, denn der Tierstil ist das nächste Element, was alle diese Reiternomaden von Sibirien bis ins Karpatenbecken letztlich prägt und charakterisiert, aber was hier in dieser östlichsten Region gleichsam die Merkmale dieses dortigen Tierstils der frühskythischen Zeit ganz neu definieren lässt, auch die Frau. Keinen Halsreif, das gehört sich nicht, ein goldenes Pektorale stattdessen. Und dann natürlich auch, hier sehen Sie Beispiele, sehr naturgetreu. Es ist ganz charakteristisch, dass der Tierstil dieser frühskythischen Zeit, der hier belegt ist in Arjan, eben nicht durch Mischwesen, durch Fabelwesen repräsentiert wird, sondern er charakterisiert sich durch genau die Umwelt, die natürliche Umwelt, in der man gelebt hat. Hier Gewänder mit von beiden jeweils mit 2500 goldenen Pantherfiguren besetzt. Und es ist nicht nur die Qualität der Arbeiten, es ist nicht nur dass der materielle Wert, es ist auch der wahnsinnige Aufwand. Wenn man sich klar macht, hier sehen Sie diese Perlen, die haben einen Durchmesser von 1 Millimeter, die sind durchs Mikroskop fotografiert, dennoch durchlocht, das ist ja dann schon eine technische Herausforderung. Und Sie sehen die Beine hier des Mannes in diesem Grab, der trug eine Hose, die hier in goldene Stulpen noch von den Stiefeln eingesteckt war. Und wir können ungefähr schätzen, wir haben es natürlich nie gezählt, 250.000 goldene Perlen. Wir haben einen Teil gewogen, gezählt, mit dem Gesamtgewicht verglichen, es muss eine 250.000 sein. Also Sie müssen sich mal ausrechnen, welcher Zeitraum, welcher Aufwand hier erforderlich ist, um dann so etwas zu produzieren, um den Verstorbenen dann auch, so wie es ihm entspricht, seinem Status entspricht, im Tod zu präsentieren für das Leben nach dem Tod. Und auch natürlich in vieler anderer Hinsicht eine Meisterleistung in technischer Hinsicht. Sie sehen hier einen Köcher, die hölzernen Pfeilschäfte erhalten, dann haben wir sie bereits entnommen, die Pfeilspitzen hier völlig verbacken. Es war eine Kooperation mit der Eremitage, dort sind die Restaurierungen gemacht worden, eiserne Pfeilspitzen, aber das zeigt die Restaurierung, sie sind vergoldet gewesen und eben nicht einfach nur vergoldet, es wäre ja an sich schon komplex gewesen, eine Pfeilspitze, die 2,5 Zentimeter lang ist. Sie hat 3 Seiten, eine dreikantige Pfeilspitze. Auf jeder Seite finden Sie dasselbe Bild. Sie sehen hier einen Adler
Oder einen Greifvogel, der sich hier auf eine Ziege, den Kopf und das Gehirn, erkennen Sie noch, stürzt. Sie sehen die gesamte Innenzeichnung, das Auge, der Schnabel zurückgedreht, das Gefieder, die Krallen ausgefahren. Und das wäre ja schon eine Kunst, das sozusagen durch eine Goldauflage auf so ein kleines Stück aufzutragen, auf 3 Seiten. Aber es ist negativ erzeugt. Das heißt, man bringt das Gold so auf, dass der durchscheinende, dunkle Untergrund das Motiv bildet. Und das ist schon wirklich die ganz große Kunst. Aber es sind nicht nur die Objekte, die hier diese wahre Monumentalität zum Ausdruck bringen, sondern es ist auch der Aufbau, der hochinteressant ist. Es war eine Ebene, eine Plattform, die gestaltet wurde, noch bevor man von einem Steinkreis umgeben, noch bevor man den Kurgan errichtet hat. Anthropomorphe Stelen, die eine Linie bilden, die hier vom Eingang zum Hauptgrab hier 5, das war dieses Doppelgrab, führen. Sie sehen hier einen von Steinen umstellten Brandopferplatz. Sie sehen hier 2 Gruben, die vollkommen leer waren. Und blau sind Männergräber, rot sind Frauengräber. Das ist ein Kindergrab, aber auch Mädchen, also auch passend zur weiblichen Seite. Also es gibt in diesem Kurgan eine männliche Hälfte und es gibt eine weibliche Hälfte. Orange sind Pferdegräber. Die Pferdegräber gehören in die Sphäre, in die männliche Sphäre. Und wir haben hier außen in dieser Krepis auch noch 4 Deponierungen mit Waffen und Schürungszubehör, ebenfalls in der männlichen Seite. Nichts an diesem Kurgan war Zufall, er war komplett geplant. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, dass hier noch bevor der eigentliche Kurgan aufgebaut, aufgeschüttet, aufgeschichtet, muss man ja sagen, aus Steinplatten, bevor er aufgeschichtet wurde, dass hier natürlich eine wahre Inszenierung der Grablegung erfolgte. Man hat hier die Verstorbenen nicht einfach in die Grube gelegt und sie zugeschüttet, sondern das ist mit Ritualen verbunden. Und natürlich sind diese Personen nicht einfach zufällig zur selben Zeit gestorben. Das Prinzip der Totenfolge wird ja von Herodot auch beschrieben. Wir haben auch entsprechende Merkmale an den Schädeln, dass man natürlich einen Teil, das war auch Teil des Besitzes dieses Fürstenpaares, dass man natürlich diese Angehörigen auch mit ins Jenseits befördert hat. Und bemerkenswert ist ein Pferdegrab mit 14 Pferden. Und wie Sie hier im Profil erkennen, ist dieses Grab eben nicht in den Kurgan eingebracht worden und dann hat man den Kurgan errichtet, sondern der Kurgan wurde erbaut und dann hat man ihn wieder geöffnet und diese Gräber eingebracht, diese 14 Pferde. Und war es natürlich nicht so, dass man bei einem so völlig durchdachten Kurgan ihn aufgebaut hat und sagt am Schluss, oh Gott, wir haben die Pferde vergessen, sondern das war Teil des Rituals. Und es ist ganz interessant, es gibt bei den späteren Osseten mündliche Überlieferungen aus viel, viel späterer Zeit. Die Osseten führen sich ja immer so ein bisschen auf die Skythen zurück, auch weil sie eine indo-iranische Sprache sprechen. Und dort ist der Gebrauch im Mittelalter überliefert, dass wenn ein Angehöriger der ossetischen Elite stirbt, dann wird er bestattet. Am Jahrestag seines Todes wird ein Pferderennen durchgeführt. Das Pferd, das das Rennen gewinnt, wird getötet, das Grab wird geöffnet und das Pferd wird in sein Grab gelegt. Natürlich ist es nicht eine Erklärung für diesen Fall, aber es zeigt, in welche Richtung wir denken müssen, denn das war natürlich von Anfang an geplant und kein Zufall. Und die Pferde als solches sind paläogenetisch untersucht worden. Die besitzen alle alte DNA und natürlich nicht nur die Phänotypen lassen sich rekonstruieren, sondern was besonders spannend ist, es sind wirklich Hengste und Wallache, es sind wirklich im besten Alter ausgesprochen kräftige Pferde und, das zeigt das Bild rechts, diese 14 Pferde gehören 12 verschiedenen Haplotypen an. Das heißt, man hat aus 12 verschiedenen Herden die besten Pferde ausgewählt, um sie hier diesem Fürstenpaar eben mit in den Kurgan zu geben. Und es ist in der Tat, dieser Kurgan ist spätes 7. Jahrhundert, aber die frühskythische Zeit beginnt hier im 9., ausgehenden 9., 8. Jahrhundert, ein wahrer Boom an Grabstellen, hunderte von Kurganen, die in dieser Zeit schon beginnen. Was ist da eigentlich passiert im 2. Jahrtausend, wissen wir so gut wie gar nichts. Es gibt ganz, ganz wenige Kurgane, nur die Erklärung sind Untersuchungen, die holländische Kollegen gemacht haben, mit Pollenprofilen, die zeigen, dass es im 2. Jahrtausend unglaublich trocken war. Also ein Gebiet, in dem es schwierig ist, Viehzucht praktisch unmöglich. Und mit Beginn ist ja etwas, was in der gesamten nördlichen Hemisphäre passiert. Ab dem 9., 8. Jahrhundert wird das Klima feuchter und kühler. Und plötzlich, das zeigen eben der Pollenniederschlag, eine unglaublich nährstoffreiche Bewuchsdecke in der Steppe, ein geradezu paradiesischer Weidegrund. Und das spielt natürlich mit auch eine Rolle für den Reichtum, für den Wohlstand dieser Reiternomaden. Wenn wir von Arjan, von Tuba ein Stück weiter nach Norden gehen, eine andere Kulturregion, die natürlich auch in diesem gesamten Kontext gehört,
eine ganz andere Welt. Auch dort gibt es Großkurgane. Sie sehen hier historische Bilder, aber auch heute noch in der Landschaft in der Steppe von Salbik. Dieser Kurgan ist einmal untersucht worden, aber man hat nichts gefunden. Es gibt keine Publikation, nichts. Der ist einfach weg. Und uns hat natürlich schon interessiert, mit diesen monumentalen Steinumrandungen, was spielt sich da eigentlich ab? Sind es ähnliche Entwicklungen, wie wir sie in Tuva haben, wie wir sie in Kasachstan haben? Und wir haben dann so eine Grabungsmethode, das ist im Grunde wie so eine überdimensionierte Computertomographie, kann man sagen. Sie zerschneiden den Kurgan in viele Scheiben und was Sie dabei herausbekommen, vorher natürlich Geophysik und auch ein dreidimensionales Modell, was Sie herausbekommen, was ich jetzt ganz stark verkürze, ist die Etappen seiner Entwicklung. Und Sie sehen, es beginnt mit einer Grube, die man aushebt für die Verstorbenen. Das Areal wird schon mit Stelen abgesteckt, dann ein hochkomplexer Holzeinbau, über die man die Verstorbenen einbrachte. Dieses Grab war längere Zeit offen, also ein Kollektivgrab, eine Gruft. Immer wieder hat man dort Verstorbene eingebracht über eine Mittelebene. Wir fanden hier sogar noch die Leiter, die genau bis zur Mittelebene und dann noch einmal bis zum Grund der Grabgrube auch reichte. Und nachdem der Letzte im Grab war, wurde es verschlossen. Man hat es hier weiß dargestellt mit unendlich vielen Schichten von Birkenrinde verpackt. Wir haben auch Reste von Bemalung gefunden, also ein enormer Aufwand. Obwohl man wusste, dass hinterher es Teil des Rituals ist, im Grunde über diese Anlage einen Scheiterhaufen zu errichten und ihn abzubrennen. Und Sie sehen hier an diesem Bild, welche unglaublich gewaltige Feuereinwirkung hier dazu führte, dass dieser Grabbau einstürzte, nach unten stürzte und es einsackte. Und dann hat man darüber einen Kurgan errichtet, erst einen inneren und dann eben den eigentlichen Kurgan, den Grabhügel selbst. Und was nun interessant ist, ist ja einmal wiederum eine ganz andere Geschichte. Ja? Anders als in Arschan, anders als in Nordkasachstan, aber wiederum in verschiedenen Etappen sich entwickelt. Aber die Geschichte danach, die Geschichte der Beraubung ist mindestens so spannend wie die Geschichte der Entwicklung des Kurgans. Wir haben natürlich schon gesehen, es war ja nicht zu übersehen, ein riesiger Raubschacht. Wir haben angenommen, naja, das waren die Pokrovschiki, nennt man sie, die Grabräuber des 18., 19. Jahrhunderts. Die russische Bevölkerung, die natürlich wusste, dass dort reiche Goldschätze drin liegen. Und das nahmen wir an. Und dann hat uns schon mal verwundert, dass diese Grabkammer, hier sehen Sie sie, die ist nicht beraubt worden, die ist vollkommen zerstört worden. Man hat also die Knochen rausgeworfen, man hat die Bodenbretter rausgerissen. Und dann fanden wir einen Hundekopf. Und dann wurden wir skeptisch, weil es ist so, wir wissen, dass in diesem Gebiet im 2., 1. Jahrhundert vor Christus eine ganz andere Bevölkerung einwandert, die von Südosten zuzieht. Die sogenannten Xiongnu werden später mit den Hunnen in Verbindung gebracht, aber das ist umstritten, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber werden in chinesischen Quellen als Xiongnu bezeichnet. Sie wandern zu aus Gebieten, die in der heutigen Mongolei, in Nordchina liegen und im Grunde bemächtigen sich dieses Areals. Man muss sich natürlich vorstellen, dass diese Großkurgane, und wir haben ja Anhaltspunkte, das hat immer wieder bei längeren Zeiten Rituale durchgeführt worden, das waren Memorialorte. Das waren Orte der Legitimation bestehender Herrschaftsstrukturen. Und wenn man sie zerstören will, wenn man sie unterbrechen will, dann tut man das natürlich am besten, indem man sie vernichtet, indem man sie zerstört. Ein klassisches Beispiel einer Damnatio Memoriae. Und ich glaube, das zeigt noch einmal, welche Kraft auch durch die Art der Zerstörung, welche Kraft von diesen Kurganen ausging. Wir haben dann diese Nekropole, die Sie vorhin im Bild gesehen haben, uns die ganzen anderen nicht ausgegrabenen noch einmal angesehen. Sie haben alle an derselben Stelle, weil man natürlich wusste, auf welcher Seite des Kurgans die Gräber sind, ähnlich mächtige Beraubungen, die keine Beraubungen sind, sondern Zerstörungen. Man wollte hier ganz klar eine Tradition unterbrechen. Wenn wir uns hier von Minusinsker Becken dann nach Kasachstan bewegen, das sind Forschungen, die wir die letzten Jahre im Rahmen des Berliner Exzellenzclusters Topoi durchgeführt haben. Ähnliche Verhältnisse natürlich, immer wieder gigantische Kurgane hier in den frühen 70er Jahren ausgegraben, ein sehr, sehr reiches Grab, der goldene Mann von Issyk. Wir arbeiten dort mit Satellitenbildern. Sie sehen schon, auf den Satellitenbildern können Sie sogar die Beraubung und Strukturen um die Kurgane herum feststellen. Bei der Begehung dieses Kurgans haben wir diese Strukturen nicht entdeckt, aber auf dem Satellitenbild oder in der Geophysik. Und überhaupt der Anwendung geophysikalischer Methoden war für uns hier ganz wichtig, weil einerseits war klar, dass hier ganze Landschaften, das war die Fragestellung ja auch, durch Kurgangruppen, durch Gräberfelder strukturiert werden. Und natürlich auch die Umgebung von Kurganen. Sie sehen das hier sehr deutlich.
an dem geomagnetischen Bild und danach durch Testgrabungen eben unterfüttert, eben regelrechte Straßen, die diese Anlagen umgeben und im Grunde heilige Bezirke abgrenzen. Und auch hier haben wir parallel dazu natürlich Untersuchungsgebiete ausgewählt, die immer verschiedene Klimazonen und Vegetationszonen gleichsam durchschneiden. Und was am Ende wieder herauskam, und es erinnert an die Verhältnisse auch in Tuba, dass wir ziemlich deutlich sagen können, dass hier in den Gebirgs- und Vorgebirgsgegenden das zweite Jahrtausend sitzt, die späte Bronzezeit, Siedlungen und Gräberfelder, während wiederum die Ebenen im Vorfeld, die eigentliche Steppe, relativ fundarm, fast fundleer war. Und dann ändert sich's wieder im 9., 8. Jahrhundert. Das Klima wird feuchter, es wird kühler und plötzlich wird dieser ganze Gebiet, dieses ganze Areal in Besitz genommen durch die Anlage der Nekropolen strukturiert. Diese Großkorgane sind ja auch Landschaftsmarkierungspunkte und eben wiederum eigentlich, weil die Steppe dort erst wirklich zu einer aufgrund der nährstoffreichen Bewuchsdecke zu einem wirklich enorm wichtigen Weidegrund wird. Ähnliche Verhältnisse finden Sie noch etwas weiter. Sie sehen, wir folgen so ein bisschen auf den Spuren der Reiternomaden von Osten nach Westen im sauromatischen Gebiet, im Südural. Auch dort ein ähnliches Phänomen, gigantische Kurgane aufgrund der Nähe zum Aralsee, zu Choresm. Choresm war ja eine der nördlichsten persischen Satrapien, nicht nur einheimisches Gut, was den Status unterstreicht, der dort bestatteten, sondern auch achämenidischer Import. Und auch hier haben wir wollten gar nicht ausgraben. Wir haben im Grunde nur geomagnetische Prospektionen durchgeführt und festgestellt, dass es in dieser Region ein ganz besonderes Merkmal gibt, dass nämlich vor den Kurganen hier solche Grabenanlagen, hier bis zu 40 Meter lang, also relativ monumental auch, im Boden sind, die Sie oberflächlich gar nicht sehen, die Sie nur mit geophysikalischen Methoden feststellen können, mit geomagnetischen Messungen. Und wir haben einige ausgegraben und voller Pferdeknochen zum Teil verbrannt. Also natürlich auch Rituale, die hier in Verbindung mit dem Pferd vor diesen Kurganen zu Ehren der dort Verstorbenen auch stattgefunden haben. Also ganz ähnlich wie in den anderen Gebieten. Aber was auch interessant ist, es wird in jeder Kernregion des Steppenraumes wird das Ritual und wie sich das Ritual auch dann architektonisch niederschlägt, eben auf seine ganz eigene Art und Weise umgesetzt. Und unser letztes Forschungsgebiet, in dem wir jetzt tätig sind, wiederum immer noch im Rahmen des Berliner Exzellenztag-Clusters, ist der Nordkaukasus, die Nordkaukasus-Steppen. Hier sehen Sie den Elbrus. Allerdings die Gebirgsregionen, Vorgebirge sind nicht von Reiternomaden besetzt gewesen. Das ist hochinteressant. Wir haben die Kulturen, die dort verbreitet waren. Es sind keine Reiternomaden, völlig andere Sachkultur, völlig andere Gebräuche. Sie gehen ein Stück nach Norden raus in die Steppe und dann finden sie das, was man gemeinhin als kütisch bezeichnet, zum Schwarzen, zum Asowschen Meer hin. Alte Grabungen, das waren quasi die letzten nennenswerten von Wesilowski im späten 19. Jahrhundert in Kelermes, hier mit solchen Plänen, Goldfunde, Altgrabungen, wie gesagt. Aber es ist eine unglaublich reiche Region zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer. Eine Drehscheibe im Grunde von Norden nach Süden. Herodot beschreibt ja, dass die Kimmerier, die vor den Skythen im Schwarzen Raum waren, vor den Kimmerier nach Süden geflüchtet sind. Die Skythen hätten sie verfolgt. Also es ist eine Gegend, die allein schon durch die schriftliche Überlieferung für die Nord-Süd-Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Natürlich auch für die West-Ost-Verbindungen. Aber vollkommen unerforscht ist, wenn man von Kelermes und ganz wenigen anderen absieht, aber hier auch monumentale Grabanlagen. Und wir haben uns, und das ist die Forschung, die derzeit noch laufen, darauf konzentriert, die geophysikalischen Vermessungen im Umfeld der Kurgane durchzuführen. Sie sehen, es ist eine ganze Vielfalt an Strukturen, die sich hier abzeichnet. Ein Bild, das sich öffnet, ein Buch, das seine Seiten aufschlägt und was natürlich diese einzelstehenden Kurgane in einem völlig anderen Bild zeigt. Und wir haben einmal schon eine Nachgrabung unternommen. Und es zeigt, dass man dabei immer wieder auch bemerkenswerte Entdeckungen machen kann. Hier ein solcher Kurgan, Sie sehen die Aufschüttung im Profil und dann ein bemerkenswerter Fund, ein beraubtes Grab eigentlich, aber in einer Ecke blieb noch etwas zurück. Zwei Gefäße, die sozusagen übereinander gestellt dort in diesem Grab standen und mit Objekten auch ausgefüllt. Alles aus Gold, aber diese beiden goldenen Gefäße sind wirklich von ganz, ganz besonderer Bedeutung und ganz, ganz besonderer Qualität. Und wir sind im Gebiet von Stavropol, also wirklich ein ganzes Stück vom Schwarzen Meer weg. Genau, man kann sagen, fast in der Mitte zwischen dieser Region, zwischen Asowschem Meer und Kaspischem Meer. Und schauen Sie sich mal an diese Qualität der Ausführung, zwei Greifen, die sich auf ein Pferd stürzen. Und
hier noch einmal zwei Szenen dieses Gefäßes und ganz, was ganz Ähnliches gibt es von diesem Pektorale der Tolstoyer Mogila aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und hier ein solches Detail, hier noch einmal etwas vergrößert, wenn Sie sich das betrachten und dann die Details hier, natürlich hier ist es plastisch, dort ist es toroidisch umgesetzt, aber das kann eigentlich nur dieselbe Werkstatt oder zumindest ein zusammenhängender Werkstattkreis sein, obwohl wir hier doch etliche 100 Kilometer weiter östlich sind, südöstlich. Und das zweite Gefäß, Darstellung des skythischen Krieger, das sehen wir schon an der Bekleidung, Hosen, aber auch an der Bewaffnung mit Bärten, langen Haaren, die sich bekämpfen. Ein wunderbares Stück, hier noch einmal zwei Szenen. Und ähnliche Darstellungen kennt man eben ebenfalls von älteren Funden, aber dort sind es immer Silbergefäße gewesen, deren figurale Zier vergoldet wurde. Aber es sind im Grunde, Sie erkennen das, das ist ein ganz, ganz ähnlicher, identischer Stil. Dieses Stück ist aus der Gegend von Voronezh, also ebenfalls wiederum wesentlich weiter hier nordwestlich. Also hier entpuppt sich langsam oder schält sich langsam eine Fundprovinz heraus, die bisher wirklich absolute Terra Incognita war und die natürlich gerade mit diesen Funden spannende Fragen stellt, wie der Zusammenhang hier mit dem eigentlichen skythischen Kerngebiet zu verstehen ist. Denn wir nahmen an, dass solche Gebiete, wenn, dann letztlich nur dort gefunden werden können. Und hier noch ein Detail am Rande, das Grab von Arjan, spätes 7. Jahrhundert. Hier haben wir nun einmal nicht eine Darstellung, sondern hier haben wir den Köcher nun wirklich gefunden, den Gorrit. Er entspricht ziemlich genau den Darstellungen hier auf dem Pektorale von Tolstoyer Mogila. Und das sind nun wirklich ein paar tausend Kilometer voneinander getrennt. Es zeigt, es war ein Raum auch einer unglaublich intensiven Interkommunikation. Und da stellt natürlich die Frage, als Archäologe kann man Dinge feststellen, die ähnlich sind. Man kann vielleicht ein zeitliches Gefälle feststellen, wenn man die Dinge hier und dort datieren kann und sieht, das ist früher, dann bekommt es ein bisschen später nach Westen. Aber was wirklich Mobilität war, in welchem Ausmaß wir von mobilen Bevölkerungen sprechen können, muss man ganz ehrlich sein, als Archäologe ist es schwierig. Und hier kommt die Paläogenetik ins Spiel, auch die Isotopenforschung, aber vor allem die Paläogenetik. Und hier kommt natürlich auch, Herr Kollege Krausch, da freue ich mich ganz besonders, die Universität Mainz ins Spiel. Sie war nämlich ein Partner des Instituts für Paläogenetik, Professor Joachim Burger, ein Partner in einem Projekt, wo es genau um diese Fragen ging. Wir haben ganz exemplarisch aus diesen zuvor markierten, von uns untersuchten Regionen eine ganze Vielzahl an Individuen sozusagen herausgesucht und dann untersuchen lassen. Und hier ist ja fast die perfekte Dramaturgie eines Festvortrags in Mainz. Es endet, das ist das letzte Bild, mit einer Mainzer Dissertation. Eine Mainzer Dissertation, die uns den Weg zur Lösung dieser Fragen zumindest weist. Von Martina Unterländer. Denn Sie sehen hier, ich will jetzt gar nicht mehr in Details eingehen, aber Sie sehen hier die Zusammensetzung der unterschiedlichen Regionen nach Haplotypen. Und was nun so spannend ist, ist, dass das Gebiet von Tuba, Nordtuba, Arjan vor allem, im späten 7. Jahrhundert, die Zusammensetzung der Haplotypen ziemlich genau übereinstimmt mit Gebieten im Altai, allerdings um 200 bis 250 Jahre jünger. Und es war bisher immer unerklärlich, dass im Altai, im Hochaltai, 2500 Meter hoch, im Grunde ein Gebiet ab dem späten 5., 4. Jahrhundert massiv aufgesiedelt wird und dann verschwindet man wieder. Also es waren vielleicht 100 Jahre maximal, in denen intensive Besiedelung dort sich vollzogen hat. Man fragt sich natürlich, irgendwo müssen die hergekommen sein. Und das ist schon ganz interessant, ob nicht Bevölkerungsgruppen, die im 7., in der frühskythischen Zeit, im 7. Jahrhundert, auch im 6. noch unten in den Tälern, im Umland des Altai saßen, dann in einer bestimmten Phase, aus welchen Gründen, wäre interessant, noch genauer zu erforschen. Da wird sicher die Kooperation mit Klimaforschern auch noch einmal wichtig sein. Aber in einer bestimmten Phase dann auf die Hochgebirge hinaufgehen. Und es zeigt, dass die Archäologie, meine Damen und Herren, eine wunderbare interdisziplinäre Wissenschaft ist. Die Bioarchäologie, die Paläogenetik ist inzwischen immer bedeutsamer. Es ist, weiß Gott, nicht das Einzige. Sie haben gesehen, ohne Geomagnetik wüssten wir gar nicht, wo wir graben. Man würde graben wie ein Blinder. Es wird immer wichtiger. Aber viele andere Disziplinen. Und insofern hat hier uns auch das Exzellenzcluster gewaltig geholfen, mit den Möglichkeiten, die es gab, diese Methoden einzuführen. Und ich glaube, nur auf diesem Weg kann man langsam der historischen Wahrheit ein wenig näher kommen, um die Kulturverhältnisse auch des ersten Jahrtausends vor Christus etwas genauer zu erforschen. Vielen Dank. Applaus